Hallo, guten Morgen, willkommen zurück. Letztes Mal haben wir den harmonischen Oszillator eingeführt. Das ist ein Quantenmodell eines allgemeines Quantenmodell eines Oszillators. Wir sollen diesen Modell als auch effektiv betrachten, gilt aber exakt für die Dynamik von Lichtquanten und auch die Dynamik einiger optomechanischer Systeme. Sehr wichtig ist das System in der Quantenmechanik. Hier habe ich die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Hilbertraum für dieses System ist durch L2R gegeben, wie auch immer. Nach unserer Quantisierungstabelle lautet den Hamilton-Operator für das System 1 durch 2m Pi Hütchen zum Quadrat plus m Omega zum Quadrat durch 2 x Hütchen zum Quadrat. Und Ziel ist es heute, alle Eigenwerte dieses Hamilton-Operators herzuleiten und alle möglichen Eigenfunktionen. Und dabei habe ich letztes Mal auch diesen Operator hier eingeführt, A Hütchen. A Hütchen ist kein physikalischer Operator, sondern A Hütchen ist ein Hilfsmittel, um diesen Operator zu diagonalisieren und die dazugehörigen Eigenvektoren, Eigenwerte zu erhalten. Und A Hütchen ist so ausgeschrieben. Wir haben entdeckt letztes Mal, dass wir mit Hilfe A Hütchen, dass wir den Hamilton-Operator als bezüglich A Hütchen so darstellen können. Das haben wir letztes Mal entdeckt. Das ist extrem hilfreich. Dann haben wir die Frage gestellt, ist H quer Omega durch 2 ein Eigenwert für diesen Operator mit Eigenvektor Phi 0? Das war die Frage. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir den Eigenvektor, Eigenwertgleichung lösen. Das heißt, wir müssen diese Gleichung lösen. Und das passiert nur dann, wenn A Hütchen Kreuz A Hütchen angewandt auf diesen Vektor gleich 0 ist. Und das ist bisher interessant, aber hilft uns nicht, bis wir die folgende Bemerkung gemacht haben. Das passiert nur dann, wenn diese Größe gleich 0 ist. Aber das ist genau eine Norm von A Hütchen angewandt auf Phi 0. Und das passiert nur dann, weil die Norm eines Vektors wird 0 nur dann, wenn der Vektor nur gleich, der Vektor selbst gleich 0 ist. Nur dann, wenn A Hütchen angewandt auf Phi 0 gleich 0 ist. Und diese Beobachtung ist uns extrem hilfreich, weil diese Gleichung, wie Sie sehen werden, ist einfacher zu lösen als die ursprünglichen Eigenvektorgleichungen. Lass uns dann heute diese Gleichung lösen. Ist relativ leicht. Und wir machen das alles im Positionsraum. Das heißt, wir nehmen das Skalarprodukt zwischen
diese Gleichung und ein Positionsket x. Und wir setzen hier für A Hütchen die Definition, die da oben steht. Und jetzt können wir die Matrizelemente von X-Hütchen und P-Hütchen einsetzen, um eine Gleichung für die Wellenfunktion von Phi 0 zu erhalten. Und sowas erhalten wir. Und jetzt können wir die Matrizelementen hier einführen. Hier haben wir Phi 0 x. Und hier haben wir minus i h quer d d x Phi 0 x. Wobei Phi 0x durch das Skalarprodukt gegeben wird. Und wir haben jetzt eine Gleichung bezüglich Phi 0x. Wir haben eine Ableitung. Im Endeffekt haben wir eine Differentialgleichung erster Ordnung. Ich werde das jetzt aufschreiben. Minus i, i liefert uns Plus. Wir erhalten dabei diese Gleichung. Und jetzt werde ich diese Gleichung ein bisschen umschreiben und dann können wir endlich unsere Differentialgleichung erhalten. Erstmal werde ich beiden Seiten mal, ich glaube, Wurzel 1 bla bla multiplizieren. Und wir erhalten dann dabei m Omega durch h quer x plus, ups, phi 0 x plus d phi 0. So was erhalten wir. Ich habe beiden Seiten mal Inverse von dieser Konstante multipliziert. Und das liefert uns folgende Differentialgleichung, nämlich minus m Omega h quer x phi 0 x. Und wenn wir diese Differentialgleichung lösen können, dann haben wir eine Wellenfunktion für einen dazugehörigen Eigenvektor für die Eigenwert, den Eigenwert h quer Omega durch 2. Gut, Ziel ist es dann jetzt, diese Gleichung zu lösen. Und das ist in diesem Fall relativ problemlos, wir müssen einfach diese Gleichung integrieren. Und ich werde, um das zu tun, werde ich
diese Gleichung ein bisschen umschreiben. Die Lösung erfolgt durch Integration und man kann die Gleichung so lösen und wir halten dabei Logarithmus von phi 0, das ist das Integral von 1 durch phi 0, bezüglich phi 0 ist Logarithmus von phi 0 und hier haben wir x, x. Das Integral von x ist x zum Quadrat durch 2. Und dann werde ich die Exponentialfunktion von beiden Seiten nehmen. So. Und dann haben wir, es gibt auch eine Konstante dabei. Ich habe das ein bisschen schnell gemacht. Hier, plus eine Konstante c. Und wenn man die Exponentialfunktion von beiden Seiten nimmt, dann erhält man eine andere Konstante a. Diese Funktion, wobei a eine Konstante ist. Dann ist das richtig, oder ich habe das im Skript n genannt. Ich soll das ein bisschen konsistenter machen. Hier n ist besser. Gut, so sieht die Lösung aus. Man kann diese Funktion in diese Differentialgleichung einsetzen, um zu prüfen, dass das genau eine Lösung ist. Und wir müssen jetzt diese Konstante berechnen, festlegen. Und es gibt eine Bedingung. Diese Wellenfunktion hier ist eine Wellenfunktion nur dann, wenn die Norm dieser Funktion genau gleich 1 ist. Zu diesem Zeitpunkt ist phi 0 x eine Funktion. Ob es tatsächlich einen Zustand darstellt, hängt davon ab, ob die dazugehörige Norm gleich 0 ist, 1 ist. Wir müssen daher die Norm dieser Funktion berechnen. Und wir setzen diese Funktion zweimal hier in dieses Integral ein. Und wir erhalten dabei n zum Quadrat i hoch m minus m Omega durch h quer x zum Quadrat. Und das ist so ein sogenanntes Gaussches Integral. Und Sie haben in den Übungen solche Integrale gesehen und sogar berechnet. Und man erhält dabei die folgende. Und diese Norm soll 1 betragen. Wir erhalten dann pi h quer m Omega. Wenn man dieses Integral berechnet, wenn ich mich nicht irre, ja, sieht ungefähr richtig aus. Also n Quadrat ist gleich. Ah, Entschuldigung, Wurzel.
Okay, die Frage? Also da ist ja noch, kommt noch ein Gleichheitszeichen hin? Also m Quadrat ist gleich oder ist das? Das ist. Ah nee, 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 alles gut gleich. Okay. Ja, ich glaube, das ist richtig. Und dass diese Größe soll gleich 1 sein. Das heißt, n muss genau 1 durch Wurzel Wurzel pi h quer m Omega sein. Wurzel, Wurzel heißt hoch Viertel. Sehr gut. Das heißt, m Omega durch h quer Omega durch 2 liefert uns tatsächlich einen Eigenwert. Und die dazugehörigen Eigenfunktionen, Wellenfunktionen, ist durch diese gaußsche Funktion gegeben. Und das, es gibt keine, und das, weil unser Hamilton-Operator positiv ist, es gibt keine Eigenvektoren mit Eigenwerte kleiner als h quer Omega durch 2, weil dann hätten wir eine negative Energie erreicht. Jetzt, Ziel ist jetzt, die anderen Eigenwerte und Eigenvektoren zu erhalten. Und diese Eigenvektoren, Werte werden wir erhalten, indem wir neue Zustände auf diesen Grundzustand bauen, mit Hilfe diesen A-Operatoren. Das ist eine Folgerung ein paar Vertauschungsrelationen. Ziel ist jetzt die Vertauschungsrelation zwischen H Hütchen und die A-Operatoren zu berechnen. Wir haben, warum wir diese Vertauschungsrelation hier jetzt eingeführt haben, werden Sie bald sehen. Diese Vertauschungsrelation hier ausgeschrieben. Auf. Gut. Und jetzt bemerken wir, dass ein paar Ausdrücke wegfallen. Zum Beispiel h quer Omega mal halber der 1-Operator mal a Hütchen Kreuz ist genau gleich minus a Hütchen Kreuz mal h
a quer Omega mal eine halbe Identität. Das heißt, diese Terme fallen weg. Und wir erhalten dabei diese Gleichung. Jetzt wenden wir die sogenannten Leibniz'sche Regel an für Kommutatoren. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Übung schon gesehen haben. Aber es gilt für drei Operatoren A, B und C gilt es die folgende Identität. Sehr nützlich, diese Gleichung und diese Identität. Lass uns diese Identität prüfen. An der linken Seite haben wir ABC minus CAB. Diese Identität gilt für alle Operatoren A, B und C. An der linken Seite haben wir diese Gleichung. Hier haben wir ACB minus CAB plus ABC minus ACB. Und dann können wir sehen, dass ACB verschwindet und wir übrig haben wir ABC minus TAB. Das heißt, wir haben diese Identität geprüft. Es gilt auch ABC. Diese Identität gilt auch, können Sie auch als eine kleine Übung beweisen. Gut. Und wir verwenden diese Identität hier, um diese Kommutator zu berechnen. Und wir erhalten dabei Hütchen plus Kreuz und jetzt können wir sehen, dass hier der Kommutator zwischen A Hütchen Kreuz und sich selbst, das soll gleich sein, gleich Null sein. Es geht weg und hier haben wir Kommutator zwischen A und A Kreuz und in der letzten Vorlesung haben wir bewiesen, dass dieser Kommutator genau gleich der 1-Operator ist und dabei haben wir festgestellt, dass der Kommutator zwischen H und A Kreuz ist genau H quer Omega A Kreuz. Und genau analog kann man argumentieren, dass der Kommutator zwischen H und A Hütchen durch minus H quer Omega A Hütchen gegeben wird. Und diese Gleichungen sind sehr, sehr hilfreich, weil die erlauben uns, alle Eigenvektoren aufzubauen mit Hilfe A
Operatoren angewandt auf unseren Grundzustand Phi 0. Ich werde das jetzt erklären. Lass uns dann den folgenden Vektor betrachten. Ich wende A-Kreuz auf diesen Vektor und wir bilden einen neuen Vektor. A-Kreuz ist ein Operator, Phi 0 ist ein Vektor, das heißt, Operator ist irgendwie ein Matrix mal ein Vektor. Das heißt, wir haben einen neuen Vektor oder Ket-Vektor definiert, Phi Schlange 1. Und ich wende jetzt H-Hütchen auf diesen Vektor. Und was passiert, ist sehr interessant. Wir haben folgende Gleichung, ne? H Hütchen mal A Kreuz mal V0. Und das ist ja so geschrieben nicht besonders nützlich. Aber jetzt betrachten wir diesen Kommutator-Gleichung da oben und wir verwenden einen Trick. Ich habe einfach 0 addiert. Diesen Trick verwenden wir sehr, sehr oft in der Physik und der Mathematik. Wir fangen diesen Ausdruck an und wir addieren dazu 0. Ich addiere diesen Vektor und subtrahiere diesen Vektor. Und warum haben wir das gemacht? Weil hier haben wir einen Kommutator gebildet. Diesen Kommutator haben wir schon berechnet. Und hier haben wir A Kreuz mal H Hütchen mal Phi 0. Aber H Hütchen mal Phi 0, Phi 0 ist ein Eigenvektor von H Hütchen. Wir können diese Information jetzt anwenden und haben wir die folgende Gleichung erhalten. Und hier ist es auch interessant zu bemerken, dass das diesen Kommutator durch H für Omega A Kreuz gegeben ist. Wir haben am Ende selbe Vektor zweimal. Das heißt, wir haben bewiesen,
das H-Quer angewandt auf Phi 1 Schlange. Genau gleich H quer Omega plus H quer Omega durch 2. Wir haben tatsächlich einen neuen Eigenvektor entdeckt. Ein Eigenvektor mal Operator ist ein Vielfaches von dem ursprünglichen Vektor. Und das heißt, mit Hilfe diesen A Kreuz Operator und den ursprünglichen Grundzustand Phi 0 haben wir einen neuen Vektor definiert, Phi 1 Schlange. Und diesen Vektor liefert uns einen Eigenvektor genau gleich Grundeigenwert mit Eigenwert genau gleich den Grundzustandseigenwert plus H quer Omega. Und dieses Verfahren kann man verallgemeinen und wir können eine Reihe von unendlich vielen Eigenvektoren definieren, indem wir einfach A Hütchen Kreuz n mal auf unseren Grundzustand anwenden. Und dabei haben wir tatsächlich alle möglichen Eigenvektoren diesen Operator entdeckt. Das heißt, wir haben diese Kommutatoren, wir haben unseren Grundzustand und wir wenden diesen Operatoren auf diesen Grundzustand. Wie gesagt, diese Argumentationsweise können wir verallgemeinen. Es gilt, lass uns annehmen, dass wir einen Eigenwert von H haben, mit Eigenvektor von H haben mit Eigenwert E. Das heißt, wir nehmen an, dass es gibt so ein E. Für alle E-Cats, die folgende Gleichung erfüllen, dann wenn man die folgenden Vektor definiert mit Hilfe diesem A-Hütchen-Kreuz-Operator, dann werden wir sehen, genau so, genau wie wir oben das argumentiert haben, dass diesen neuen Vektor I' erfüllt diese Gleichung. Angenommen, wir haben einen Eigenvektor, dann können wir einen neuen Eigenvektor bilden, indem wir A Hütchen Kreuz auf E anwenden. Warum diese Schlange? Weil diesen neuen Vektor ist nicht immer, hat nicht immer einen Norm beträgt. Die Norm beträgt nicht immer 1.
Wir müssen einfach wir müssen diesen Vektoren normieren, indem wir einen neuen Vektor definieren, indem wir diesen ursprünglichen Vektor durch die Norm von diesem Vektor wurzeln, die Norm von diesem Vektor, dann erhalten wir einen Vektor mit Norm 1, einen Eigenvektor. Und diese Beobachtung ist extrem wichtig, ist enorm wichtig, wenn wir der harmonische Oszillator, wenn wir mit dem harmonischen Oszillator arbeiten, weil wir können mit einem Operator quasi alle möglichen Eigenzustände aufbauen. So, und jetzt können wir diese Eigenvektoren aufschreiben. Die sind wie folgt definiert. Man definiert Phi n für alle n, alle natürliche Zahlen n, durch A Kreuz n mal angewandt auf unseren Grundzustand. Diesen Vektor hat Norm nie ungleich 1, daher dividieren wir diesen Vektor mal Norm 1. Und die dazugehörigen Eigenwerte sind durch h quer Omega n plus eine halbe gegeben. Mit Hilfe ein Vektor und ein Operator haben wir alle möglichen Eigenvektoren des Operators hergeleitet. Der harmonische Oszillator ist sehr besonders. Dieses Verfahren wirkt nur, funktioniert nur in diesem Fall eigentlich. Es gibt meiner Meinung nach kaum andere Beispiele, die so einfach sind in diese, nach dieser Art und Weise. Es besteht die Frage, es gibt noch die Frage, ob alle Eigenvektoren diese Form sind, wo haben. Lass uns jetzt argumentieren, dass das der Fall ist. Lass uns jetzt annehmen, dass wir einen Eigenvektor von h haben, der nicht diese Form hat. Ne? Es kann gut sein, dass wir nur eine Teilmenge von Eigenvektoren hierbei entdeckt haben und dass es gibt andere Eigenvektoren, die diese Form nicht haben. Okay, lass uns dann argumentieren, ganz kurz, dass alle möglichen Eigenvektoren eigentlich diese Form haben. So, wir nehmen an, wir haben irgendeinen Psi-Vektor. Psi erfüllt, Psi ist ein Eigenvektor von H. Aber, Psi ist ungleich Phi n für alle n. Das ist so eine Ausnahmenvektor sozusagen. Was können wir jetzt sagen über Psi? Wir können A Hütchen auf Psi anwenden.
Und wenn wir a Hütchen auf psi anwenden, erhalten wir einen neuen Eigenvektor mit Energie e minus eine halbe h quer mal Omega. Ups, lassen wir ein bisschen Platz. Genau diese Argumentationsweise, die ich hier oben verwendet habe, gilt auch hier. Wenn man H Hütchen auf A auf Psi anwendet, dann erhält man einen neuen Eigenvektor mit weniger Energie. Wir machen das weiter. Ne? Wir können das n mal machen und wir erhalten diese Gleichung. Und irgendwann, für ein n, erhalten wir einen Eigenvektor mit negativer Energie. Mit einer negativen Energie. Ne? Es gibt n, damit diese Gleichung erfüllt ist. Aber unser Operator ist positiv. Es besitzt gar keine Eigenvektoren mit negativen Energien. Und die einzige Lösung dieses Problems ist es, zu sagen, dass a Hütchen hoch n mal psi genau gleich 0 sein muss. Sonst gilt es nicht. Gut, dann was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass Psi das A mal Psi, Entschuldigung, ich habe es falsch gemacht. Dass a mal a hoch n minus 1 mal c gleich 0 ist, nennen wir diesen Vektor Omega. Das heißt, Omega erfüllt genau die Gleichung, dieselbe Gleichung wie phi 0. Aber diese Gleichung ist eindeutig. Das heißt, Omega ist genau gleich phi 0. Und wir können daher argumentieren, dass Psi, wir können Psi rekonstruieren, indem wir Al Kreuz mal Omega anwenden, in n minus 1 mal. Und dann haben wir herausgefunden, dass Psi tatsächlich der Form eine Vielfaches von phi n ist. Das ist ganz schnell gemacht, aber Sie sollen dann die Nachricht, Sie sollen dann hierbei sehen, hoffentlich, dass alle möglichen Eigenvektoren diese Form haben oder besitzen. Weil diesen A-Hütchen-Operatoren so wirken, ne, die nehmen einen Eigenvektor und die produzieren, man kann dabei einen neuen Eigenvektor mit genau einem Quanten Energie mehr besitzt, wird man oder nennt man diesen Operatoren Leiteroperatoren. Oder A wird Absteigeroperator auch genannt. A wird auch A Kreuz wird oft Aufsteigeroperator genannt. Auch Vernichtungsoperator
und so, und Erzeugungsoperator. Okay. Die haben diverse Namen. Gut, so haben wir mit Hilfe diesen Aufsteiger-Absteiger-Operatoren alle möglichen Eigenvektoren und Eigenwerte diesen unseren Hamilton-Operators erhalten. Das ist sehr, sehr interessant. Wir haben das ohne größere komplizierte Differentialgleichungen gemacht. Diese Methode heißt algebraische Methode. Die, um das System zu lösen. Man kann diese Absteiger- und Aufsteigeroperatoren einfach ignorieren. Man kann diese Operatoren nicht einführen und man kann die stationäre Schrödinger-Gleichung einfach lösen. Und diese Gleichung ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Man kann das auch machen. Man muss auch arbeiten. Am Ende kriegt man genau die gleiche Eigenvektoren, Eigenwerte. Wichtig zu sagen, dass diese Absteiger- und Aufsteigeroperatoren spielen eine sehr wichtige Rolle in der Quantenmechanik Mehrteilchensysteme. Hier haben wir bisher nur Einteilchensysteme betrachtet. Ein Quantensystem mit einem Teilchen in einem Potential. Aber Ziel ist es in der Physik, alles in des Universums zu beschreiben. Und das heißt, wir müssen Mehrteilchensysteme modellieren, irgendwie, irgendwann. Wir machen das nur nebenbei in dieser Vorlesung, aber in der fortgeschrittenen Quantentheorie untersucht man die Physik Mehrteilchensysteme mehr systematisch. Und da in der fortgeschrittenen Quantentheorie taucht diese Erzeugungs-Vernichtungsoperatoren auf, als eine sehr kompakte Methode, diese Systeme zu untersuchen. Die Norm, diese Norm taucht auch in der Definition der Eigenvektoren. Jetzt können wir diese Norm genauer berechnen. Sehr interessant, wir können diese Norm analytisch berechnen. Das ist extrem hilfreich. Ich werde einfach den Quadrat von diesen Normen berechnen. Und dieser Quadrat ist durch Phi 0 A Kreuz, nicht Kreuz. Mal A Kreuz N gegeben. Und diesen Ausdruck können wir berechnen mit Hilfe der Kommutations- oder Vertauschungsrelation. Und wie wir das machen, werde ich jetzt erklären. Ich werde es so machen. Wir nehmen Phi n und ich wende A Kreuz auf Phi n. Und wir berechnen diese Norm und sobald wir diese Norm berechnet haben, dann können wir diese Norm auch berechnen. Und wichtig dabei jetzt hier ist es,
diesen Trick nochmal zu verwenden, nämlich ich werde jetzt 0 addieren. Einfach 0 addiert. Und warum? Weil hier haben wir einen Kommutator. Und hier haben wir den Hamilton-Operator irgendwie. Erinnern Sie sich an diese Definition. Der Hamilton-Operator ist durch h quer a kreuz a plus eine halbe der 1-Operator gegeben. Und wir können diese Gleichung umschreiben und eine Gleichung für a kreuz a erhalten. Warum haben wir dies alles gemacht? Weil wir können diese Gleichung hier einsetzen. Diesen Kommutatorrelation anwenden. Und wir erhalten diese Gleichung. Und jetzt können wir Entschuldigung. Ah. Jetzt können wir diese Erwartungswert, das ist jetzt ein Erwartungswert von der Energieoperator, und der Energieoperator angewandt auf Energieeigenzustand liefert uns h quer Omega n plus eine halbe. Hierbei haben wir jetzt den Erwartungswert von einer halbe der 1-Operator, das ist einfach 1. Ne? Wir haben angenommen, dass unsere Eigenzustände normiert sind. Und hier haben wir h Hütchen angewandt auf Pi n. Phi n ist ein Eigenvektor des h-Operators mit Eigenwert h quer Omega n plus eine halbe. Und daher erhalten wir n plus 1 an der rechten Seite. Und diese Argumentation, diese Berechnung, die liefern uns durch Induktion die Norm dieses Vektor da.
Wir haben dann entdeckt, dass a Hütchenkreuz angewandt auf phi n genau Wurzel n plus 1 phi n plus 1 ist. Warum haben wir das festgestellt? Wir wissen schon, dass a Kreuz angewandt auf einen Eigenvektor liefert uns einen neuen Eigenvektor. In diesem Fall genau phi n plus 1 mal irgendein konstanter Faktor. Der Norm diesen Vektor hier ist genau n plus 1 und beträgt n plus 1. Daher muss der Norm genau n Wurzel n plus 1, diesen Faktor muss durch Wurzel n plus 1 gegeben sein. Und man kann diese Argumentation induktiv anwenden und man entdeckt dabei, dass phi n durch 1 Wurzel n Fakultät a Kreuz hoch n phi 0 gegeben ist. Und wie auch immer, die Eigenvektoren eines Operators bildet eine Basis des Hilbertraums. Und bezüglich dieser Basis können wir Operatoren aufschreiben. Wir können die Matrizelemente beliebiger Operatoren bezüglich dieser Eigenbasis berechnen. Und es ist am einfachsten zu berechnen im Fall, dass wir diesen Absteiger- und Aufsteigeroperatoren haben. In diesem Fall sind die Matrizelemente so gegeben. Das heißt, wir können diese Absteiger- und Aufsteigeroperatoren als Matrizen darstellen. Diese Matrizen sind unendlich groß. Aber die Einträge dieser Matrizen sind quasi fast alle gleich Null, außer eine diagonale Teilmenge. Ein so Matrix aufschreiben. A ist eine unendlich große, wird durch eine unendlich große Matrix gegeben.
Und wir fangen mit n gleich 0 an. 0, das heißt, okay, 1, 0, 0. So sieht der A-Operator aus. Aus einer unendlich großen Matrix mit dieser diagonale Einträge hier. Unterdiagonale Einträge. Und wichtig ist es zu bemerken, dass mit Hilfe A können wir unsere ursprüngliche P- und X-Matrizen bezüglich dieser Basis jetzt darstellen. Die Definition von A und A Kreuz erlaubt uns, P Hütchen als ein Vielfaches von A Hütchen und A Kreuz darzustellen. So kann man P Hütchen berechnen. Und x Hütchen ist auch analog. Durch a plus a Kreuz gegeben. Und das heißt, wir können die Matrizelemente von p-Hütchen und x-Hütchen auch aufschreiben, mit Hilfe dieser unendlich großen Matrizen. Und wir erhalten dabei diese unendlich große Matrizen. Jo, eine Frage? Ist das Minus bei dem x noch da? Es gibt gar kein Minus da. Und so weiter. Wir haben alle möglichen Observablen, können wir bezüglich dieser Basis jetzt darstellen. Und wir erhalten jedes Mal eine Matrix. Und wenn man kann mit solchen unendlich großen Matrizen recht gut arbeiten. Man muss einfach die Regel erhalten. Wenn man zwei Matrizen multipliziert, muss man eine Regel feststellen, wie man alle möglichen Matrizelemente berechnet. Aber man erkennt den Muster ganz schnell nach ein paar Einträge. Und der Hamilton-Operator selbst ist eine diagonale Matrix mit integralen Einträgen. Ich schreibe jetzt den Hamilton-Operator auf. H Hütchen, die Matrizelemente. Jo, eine Frage? Eine Frage zum Impulsoperator. Da ziehen wir A Kreuz ab. Und A Kreuz hat ja auf der Diagonale.
Ja. Müssen die Vorzeichen auf der oberen Nebendiagonale sein? Das ist eine gute Frage. Was ist das Problem? Vielleicht habe ich. Es gibt einen Fehler auf dieser Tafel. Ne? Ich soll diese Fehler irgendwie entdecken. 1, 2. Aha. Ja. Es gab tatsächlich einen Fehler. Entschuldigung. So. So soll der Aufsteiger Operator aussehen, nicht der Absteigeroperator. Dann, ich glaube, das ist das 0, 1. Ja, okay, ich glaube, das ist jetzt richtig. Ja. Dankeschön. Wie sieht der Hamilton-Operator aus bezüglich unserer Eigenbasis? Es soll recht einfach sein. Ne? H quer Omega. Und wir müssen hier 0 plus eine halbe haben, 1 plus eine halbe haben und so weiter. Unser Operator ist diagonal und hat diese diagonale Einträge bezüglich unserer Eigenbasis. Okay, es blieb übrig. Die Wellenfunktion dieser Vektoren zu berechnen. Wir haben schon die Wellenfunktion von unserem Grundzustand berechnet. Und wir haben eine gaußsche Funktion entdeckt. Aber wie sehen die Wellenfunktionen aus für die andere Eigenschaften? Vektoren. Wir können diese Wellenfunktion feststellen, indem wir die Definition von phi n einsetzen und die Matrizelementen von x und pi bezüglich der Positionsbasis einsetzen. Was heißt das? Ich werde das für die Wellenfunktion einfach für phi 1 berechnen und dann sollen Sie die Muster erkennen. Ja? Hier, was steht oben rechts? Ein Proportionalsymbol oder ich habe die Normierung n weggelassen. Ne? Soll es das so schreiben vielleicht? So berechnet man die Wellenfunktion für einen Eigenvektor. Man setzt die Definition ein und dann soll man jetzt diese Wellenfunktion berechnen. In diesem Fall ist die Normierung 1. Wie können wir machen? Das machen wir, müssen jetzt die Definition von A Kreuz hier einsetzen. Und hier haben wir viele Faktoren. Und dann müssen wir die Matrizelemente von diesen Operatoren bezüglich Positionsbasis berechnen. Und wir erhalten dabei die folgende Gleichung. Ups. Für diese Wellenfunktion. Das heißt, wir können die Wellenfunktion phi 1 berechnen. Bezüglich der Wellenfunktion phi 0, wir müssen einfach die Wellenfunktion
wie 0 mal x multiplizieren und ein konstanter Faktor plus ein konstanter Faktor mal die Ableitung von dieser Wellenfunktion berechnen. Und dabei, nach dieser Art und Weise, kann man die folgende Wellenfunktion berechnen. Man erhält einfach die folgende Wellenfunktion. Man erhält eine konstante Cn, man erhält eine Polynomfunktion Hn lambda x und man erhält die ursprüngliche Wellenfunktion. Und diese Konstante sind durch diese Gleichung gegeben. Und Hn sind die sogenannten Hermite-Polynome. Gut, so sehen die dazugehörigen Wellenfunktionen aus. Ich werde ein paar von diesen Hermite-Polynomen aufschreiben. Es gibt eine induktive Definition für diese Hermite-Polynome. Jo, eine Frage? Was steht genau beim Cn? Cn ist gleich Wurzel Lambda durch c hoch n, n Fakultät? 2 hoch n, ja, n Fakultät, okay. Wurzel pi. Okay. Ja. Das heißt, alle möglichen Wellenfunktionen des harmonischen Oszillators sind der Form und neben der Form ein Polynom mal die Gaußsche Funktion. Und ich werde jetzt ein paar von diesen Eigenwellenfunktionen hier auch abbilden. So sieht das Potential aus. Wir haben klassisch gesehen ein quadratisches Potential. Und die Wellenfunktion, wie sehen die aus? Der Grundzustand sieht aus wie eine Gaußsche Funktion, das heißt so. Und die erste Eigenfunktion hat die Form 2 mal eine lineare Funktion von der Position mal eine Gaußsche Funktion. Und diese Eigenfunktion
hat diese Form. Und dann haben wir eine quadratische Eigenfunktion und so weiter. Die, so sehen die Eigenfunktionen aus. Die sehen aus wie eine gaußsche, wie würde man das sagen, die Wellenfunktionen verhalten sich nach gaußsche Funktionen für x gegen unendlich und minus unendlich. Für x innerhalb des Potentials haben alle diese Eigenfunktionen einen Polynomencharakter. Und die sehen ungefähr quasi aus wie die Eigenfunktionen für das Potentialtopf. Okay, ich werde hier jetzt heute aufhören. Ziel ist es, nächstes Mal die Dynamik des Oszillators zu berechnen. Das ist relativ schnell, können wir das schnell abhaken. Dann werden wir einen Potentialtopf mit endlich höherem Potential berechnen. Und dann kommen wir zu unserem letzten Beispiel des Jahres, nämlich das Wasserstoffatom. Das ist das letzte Beispiel in der Quantenmechanik. Und dann nächstes Jahr fangen wir mit der statistischen Physik an. Das ist das Ziel. Aber für heute sind wir durch. Dankeschön.